Guten Morgen vom Achensee. Heute sind wir mal mit dem Bus von Bertisau, das ist da hinten, nach Maurach gefahren, um den Almabtrieb zu begleiten von Maurach Richtung Bertisau. Weil wir ein bisschen Zeit haben, sind wir jetzt hier mal so einen kleinen Weg hochgegangen zu einer Kapelle. Häuser-Bichl-Kapelle. Und zwischendrin hat man hier einen schönen Ausblick zum Achensee. Mit den weißen Bergen. Und dann geht es noch ein paar Schritte und dann sind wir an der Kapelle. Gibt es noch mal einen schönen Aussichtspunkt. Nee, die Häuserer Bühlkapelle. Nicht Bichl, Bühl. Klein, aber fein. Zurück. So, wir nähern uns jetzt dem See, verlassen Neumaurach, gehen scheinbar ein Stück an der Straße entlang und werden dann da unten am Atoll an den See gehen und mal schauen, ab wann wir auf die Kühe stoßen, die vom Almabtrieb runterkommen und dann gleich gebüschelt werden, kriegen hier ihre Geweihe aufgesetzt und werden festlich geschmückt und ziehen dann über die Straße nach Bertisau. Jetzt haben wir noch einen kleinen Abstecher gemacht zum Buchauer Wasserfall. Und in der heutigen Zeit, wo so viel Wasser auf einmal runterkommt, ist ja schon relativ voll.
So, jetzt marschieren wir wieder runter Richtung See. Sabine, du weißt nicht, die ist eine schlechte Führerin hier. Irgendwie ist das so ein bisschen kreuz und quer. Eigentlich will sie ja nur am See, der ist eigentlich nicht zu verfehlen. Da liegt er. Aber wir haben Zeit. Super schönes Wetter. Macht Spaß. Mal gucken. Mal auf die Kühe treffen. Die müssten eigentlich jetzt Richtung Achenkirch hier. Eigentlich könnte sein, dass wir gleich auf die stoßen, noch bevor sie aufgebüschelt sind. Weil das sollen sie erst in etwa einer Stunde in Maurach. Kann also sein, dass wir denen jetzt begegnen. Schauen wir mal. Wir haben halt einen Zwischenweg gesucht. Wir wollten nicht an der Straße entlang laufen, aber auch nicht oben über die Dalfas. Also irgendwas dazwischen. Aber jetzt nicht so auf Anhieb gefunden. So, jetzt kommen wir am Atoll raus. Da waren wir noch nie drin. Weil, wenn wir ins Schwimmbad wollen, dann können wir noch woanders. Wir wollen eher in die Berge wandern. Aber bei Regentagen ist das natürlich eine Alternative. Aber ich hatte nur einen Regentag. So, wir sind jetzt hier hinter dem Atoll und laufen jetzt an die Strandpromenade vom Achensee. Ah, da sind die schon eingetroffen wahrscheinlich. Ungel. Oder werden da erwartet, je nachdem, dann werden sie da aufgebüschelt wahrscheinlich. Oh, da stehen aber die Kühe, ja. Hier zu dieser Weide werden die Kühe dann zunächst von der Ahn hingeführt, um aufgebüschelt zu werden, bevor sie dann im Anschluss weiterziehen bis nach Pertisau. Der Massenauflauf bei den Kühen, dann gehen wir später nochmal hin. Hier ist eine Bar. Sabine hat das Mützchen wieder aufgesetzt. Da sind Palmen.
kurz bei der Aufbüschelung zugeschaut. Die hat gerade begonnen. Soll noch eine Weile dauern und wir machen uns jetzt schon mal auf den Rückweg nach Bertisau. Und irgendwann werden auch die ausgebüschelten Kühe da ankommen. Wir sind hier unterwegs auf der relativ neuen Seepromenade bei Maurach, Buchau, die wir so noch gar nicht kennen, aber haben sie sehr schön gemacht, kann man schön lang flanieren und die Sonne genießen. Der Adlerweg. So, wir machen hier eine kurze Rast am Seespitz und da hinten waren wir vorhin an der Bootsanlegestelle und sind dann hier hinten am See entlang gegangen. Da findet das Aufbuschel statt und da ist es auch toll. Und dann sind wir jetzt hier in den See gegangen. Und gehen dann hier zurück Richtung Bertisau. So, hier sind wir zurück in Bertisau. Wir haben unsere Runde schon fast beendet. Das wird jetzt noch eine Weile dauern, bis die Kühe hier ankommen. Da muss man ja den Rucksack nicht mitschleppen.
Dein Resümee? Ja, schön. Ich finde diesen Weg einfach traumhaft, gerade bei dem schönen Wetter, also am See entlang. Oder? Was sagst du? Ja, haben wir ein Bombenwetter. Nachdem letzte Woche dauernd Regen war, haben wir jetzt den perfekten Tag erwischt. Kommt man nicht mal ins Schwitzen, weil es auch ein bisschen kühl ist. Trotz Sonne perfekt zum Wandern, oder? Spazieren gehen, was auch immer. So, jetzt sind wir gleich wieder im Apartment. Sabine ist nochmal in den Wagen aufgegangen, um sich einen Massagetermin geben zu lassen. Und dann geht es dann noch die Straße hoch. Und wir sind zurück in unserem Apartment. Nachdem wir kurz im Apartment waren, haben wir uns aufgemacht, runter an die Hauptstraße von Pertisau. Einen Augenblick gewartet und jetzt ist es soweit. Jetzt sind die Kühe eingetroffen. Hier gerade mit den Pferden passiert, die wissen wir auch nicht genau, ob da jetzt eine bestimmte Figur erstellt wurde oder ob die Pferde einfach nicht weiter wollen. Zurück im Apartment, auf dem Balkon, konnte ich dann noch einen Blick rüberwerfen zu den letzten Feierlichkeiten. Wie erwartet, die Volksmusik, mit denen die Kühe dann doch eingeschläfert wurden und so langsam alle am Boden lagen. Dann plötzlich änderte sich aber dann doch die Musik. Es wurde ein bisschen rockiger. Die Kühe wurden geweckt und das war dann das Signal zum Aufbruch, dass die Kühe zurück in ihre Stelle gebracht werden können.